Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir das Turnier. Ab 16 Uhr könnt ihr euch check-in. Ihr müsst in meinen Stream kommen. Wir sind ab 16 Uhr auch auf Twitch live. Ganz, ganz arg wichtig. Aber natürlich zeige ich euch heute auch, wie ich ziemlich viele Coins gemacht habe und wie ihr vielleicht die nächsten Tage auch einfach mal drauf achten solltet. Schöne Sniping-Filter und vieles, vieles mehr. Let's go! Wie gesagt, wir sind ab 16 Uhr live, oder ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt um 16 Uhr hochlade oder nicht, aber ab 16 Uhr live, jeder, der sich fürs Turnier angemeldet hat, bitte einmal in meinen Stream kommen, sich registrieren lassen oder bestätigen lassen und dann können wir den ersten Reflex Cup starten, meine lieben Freunde. Außerdem habe ich jetzt für euch einen Tipp, wo ihr richtig viele Coins macht und zwar kommt auf meinen Discord-Server. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe hier einen Investment-Tipp gemacht, das kommt ja kostenlos, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Da habe ich euch zum Beispiel, das kann ich jetzt euch hier mal zeigen, ich gebe euch hier mal Listen, wie ihr merkt, aber hier habe ich zum Beispiel auf der Arbeit nebenbei habe gesagt, ey, investiert schnell in die 84er, ganz, ganz schnell, was ist passiert, wir haben richtig, richtig fett Coins gemacht und zwar, das zeige ich euch jetzt auch. Und zwar, ich habe hier gerade meine Weekend League noch gespielt, gehen wir hier mal drauf. Und ihr seht, wir haben diese alle für 2k, ich kann es euch nochmal auf dem Discord zeigen, für 2k eingekauft, für 2k und keine 10 Stunden später, keine 10 Stunden später für 3,7 verkauft. Warum? Wir haben ja Leaks bekommen und haben direkt investiert. Deshalb 100% einfach auf dem Discord kommen, so haben wir richtig, richtig fett Coins gemacht. Außerdem kann ich euch auch empfehlen, wie ihr seht, habe ich hier auch ganz, ganz viele DRBs. Was habe ich gemacht? Ich habe es eigentlich ganz, ganz easy gemacht. Ich habe nebenbei Bundesliga geschaut, das könnt ihr mit der Premier League, Bundesliga oder sonst was machen und habe gesehen, DRB hat 2 Tore gemacht. Bei seinem 2. Tor habe ich ihn direkt für 800 gesniped, 800 bis 900 gesniped und habe ihn direkt für 1,3 draufgestellt. Dann hatte ich da jetzt sogar noch Glück, er hat sein 3. Tor gemacht. Und er ist komplett explodiert dann. Und dann alle für 1,3 verkauft. So könnt ihr einfach ganz schnelles, live aktives Trading machen, wo ganz, ganz entspannt ist, ohne Risiko oder sonst irgendwas. Natürlich haben wir auch Ilicic und so weiter verkauft. Ihr seht, wir haben sehr, sehr viele Coins gemacht, allein durch den Discord und allgemein durch diese ganzen Sachen. Jetzt würde ich aber sagen, jetzt kommen wir zu, was kommen wir jetzt? Zu einem kleinen Sniping-Filter. Und zu kleinen Investment-Tipps dann. Das Video wird heute ein bisschen kürzer, denke ich mal. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, fangen wir mal an mit dem Investment-Tipp. Mit dem Investment-Tipp. Let's go. So Leute, ihr habt ja gerade gesehen, dass wir in die 2K-Spieler und 84er investiert haben. Wir gehen jetzt mal auf Foodbank. Schauen mal nach, was diese aktuell kosten, meine lieben Freunde. Ich zeige das euch immer hier, geht einfach auf Cheapest Player by Rating, da könnt ihr immer selber schauen. Und ihr seht, die sind schon wieder, okay, die sind jetzt gerade wieder gestiegen, vorher waren sie auf 2,4 und so weiter. Aber zum Beispiel ein Ginter auf 3,2. Ich gebe euch wirklich den Tipp, sniped den einfach oder holt euch den, wenn der wieder unter 2,4, 2,5 ist, holt euch den komplett. Ich denke, er wird wieder runtergehen. Warum? Warum sind die ganzen Sachen überhaupt gestiegen? Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Das 11x81 Plus Pack Angreifer kam. Jetzt haben viele da ihre Karten, ne, sinken die ganzen wieder. Was viele jetzt aber nicht bedenken, jetzt kommt dann heute Mittag oder heute Abend das Mittelfeld Team of the Year. Alles schön und gut, alle freue ich mich sehr, alles cool. In 2 Tagen wird wieder 11x81 plus Mittelfeld kommen. Sprich, diese Karten könnten wieder explodieren. Klar, die Angreifer schon am attraktivsten. Deshalb sage ich euch, wenn ihr diese Karten unter 2,6, 2,7 bekommt, ich würde auf Top liegen und Top Nation gehen. Deshalb bin ich damals auf Ginter gegangen, weil er sehr, sehr oft genommen wird. Ginter ist sehr interessant. Ibrahimovic sieht sehr gut aus. Azi hat einen sehr, sehr starken Anstieg bekommen. Ihr wisst, wenn ich meine. Deshalb würde ich so auf Igor Aspas und so weiter gehen, wenn ihr den wieder unter 2,5 bekommt. Ihr könnt sie auch, das kann ich euch allgemein gerade sagen, verdammt gut snipen. Wirklich. Ich habe diese Spieler wirklich manchmal für 1100 gesniped. Wirklich geistesgestört gut könnt ihr die snipen. Außerdem würde ich euch empfehlen, die ganzen 84er. Das ist ein guter Tipp von meinem Mod und Trading Mod. Bekommt ihr die ganzen Tipps? Bekommt ihr auch auf meinem Discord. Deshalb jeder, der nicht auf dem Discord ist.
weiß ich nicht, was machen. Wir haben ja auch Sniping-Filter und so weiter. Und hier werden jeden Tag die Sniping-Filter gepostet. Hier zum Beispiel LM Premier League Goldware Preis per Konsole. Perfekt. Die 84er könnt ihr in der Nacht auch sehr, sehr gut snipen. Wenn ihr jetzt einfach allgemeines Flipping machen wollt, dann geht hin. Nehmen wir jetzt einfach mal wieder Ginter. Ginter kostet jetzt heute Abend, sagen wir mal, auch noch 3000, 3200. Dann geht ihr hin und snipt euch den für 2,5 in der Lightning Round oder in der Nacht. Bekommt ihr ganz, ganz viel und könnt ihn direkt für den normalen Preis verkaufen. Das ist wirklich überragend, 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 überragend. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da reinzugehen. Die 84er sehe ich sehr, 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 sehr gut nochmal steigen, sobald diese 11x81 plus Mittelfeldspieler und 11x81 plus Abwehrspieler kommen sollte. Außerdem haben wir natürlich Pakete bekommen, das möchte ich einfach ganz kurz ansprechen. Finde ich eine sehr, sehr starke Karte, vor allem seine Passwerte haben, glaube ich, viele übersehen, die sehr, sehr stark. Er hat eine gute Ausdauer und gutes Dribbling, Agilität, also ein sehr, sehr solider Spieler. Als Sechser würde ich den sogar spielen, weil, schaut mal, mit Shadow sieht er wirklich geil aus wie ein Sechser. Aber was mich jetzt interessieren würde, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen, welchen Spieler findet ihr vom Toti jetzt vom Mittelfeld am geilsten? Ich persönlich feiere irgendwie Jorginho. Ich glaube, der ist billig und verdammt stark. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Jetzt kommen wir zum Sniping-Filter. Let's go! Dieser Sniping-Filter haben wir ebenfalls von meinem guten Mod Gast. Ich küsse jetzt schon mal dein Herz. Das ist relativ simpel und easy. Ihr geht hin, nehmt irgendwelche Special-Karten. Guckt da jetzt zum Beispiel nach. Wir nehmen jetzt einfach mal, oder ich nehme das Hauptbeispiel. Ich nehme einfach das Hauptbeispiel. Nehmen wir hier. Und dann guckt ihr nach, was kosten diese günstigsten von diesen Karten. Die günstigsten sind aktuell. Schauen wir mal. Okay, bin ich jetzt dumm oder? Ne. Weil hier müsste es diesen. Reward to the Knockout. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Nein, wir nehmen einfach andere. Wartet. Das war gerade mein Fehler. Ihr geht auf die günstigsten. Guckt nach. Okay, nein. Neuhaus ist noch nicht der günstigste. Was kostet der günstigste? Fängt schon mal an. Diawara oder wie er heißt. 12.750 geht er instant weg. 13.000 geht er auch instant weg. Und ihr seht schon, es sind schon welche für 12.5 drin. 13.250, wenn der jetzt nochmal kommt, dann verkaufe ich ihn. Ich kann ihn gerade nicht, ich habe keine Münzen mehr. Ich zeige euch gerne gleich mein Team. Aber ihr seht, glaube ich, auf was ich gerade hinaus will. Der günstigste, ich würde jetzt einfach mal behaupten, 13.500. Dann bekommt ihr sie innerhalb der ersten Stunde 100 Milliarden prozentig weg. Und diese sniped euch jetzt immer 1 bis 2k günstiger. Und das könnt ihr, das ist jetzt das Besondere, mit jeder Special Card machen. Es kommen richtig viele von diesen Drecks-Special Karten sozusagen rein. Ihr geht immer hin, nehmt euch eine Special Karte. Als Beispiel nehmen wir jetzt, also nehmen wir die hier einfach und gucken mal nach, was ist da der günstige. Bootham geht innerhalb von 5 Minuten weg, das habt ihr jetzt natürlich gerade erkannt an der Zeit. Okay, da war zum Beispiel gerade ein Preisfehler, dann gucken wir einfach mal, was ist der günstigste. 11.750, so, bekommt innerhalb der ersten Stunde weg, verkauft ihn für 11.500, so, und jetzt geht ihr hin und versucht ihn so günstig wie möglich zu ersnipen. Das könnt ihr mit jeder Special Card machen und könnt ihn dann sehr, sehr gut direkt verkaufen. Wenn ihr die Verkäufe sehen wollt, geht einfach mal auf Instagram. Da haben wir die Verkäufe und die beste Verkäufe. Da bekommt ihr sowas immer sehr, sehr gut. Und würde ich jetzt sagen, ich küsse euer Herz. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Kommt in das Turnier 16 Uhr. Vielleicht schaffen wir einen neuen Zuschauerrekord. Ich peile die 60 Zuschauer an, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dieses kleine Schmänkchen wirklich erfüllt, würde mich sehr, sehr freuen. Ich küsse euch. Let's go.